Hallöchen, liebe Freunde der schattigen Unterhaltung und willkommen bei Contrast, einem Plattformer slash Puzzle Game slash Jump'n'Run mit einem netten kleinen Twist, was das Gameplay anbelangt, den wir bald sehen werden. Ich habe selbst nur ein bisschen angespielt, nicht viel. Das ist offensichtlich unsere Heldin. Ulala, mit unfassbar langen Beinen, also wirklich schon ungesund langen Beinen. Die können ja gar nicht durchblutet werden, oder? Das geht sich ja nicht aus. Die trägt wahrscheinlich gar keine Strümpfe hier, das sind ihre Beine. Die sind schon am Absterben. Und seht euch mal diesen Gang an. Na, 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 na. Ja, das ist unsere Heldin. Was haben wir hier? Interagieren. Er war das jetzt. Mama, ich, Papa und Dawn. Sind wir Dawn? Ich habe keine Ahnung. Hier können wir anscheinend die Musik ausmachen. Und daneben ein süßes Katzenstatuettchen. Oh. Ich finde die Grafik irgendwie hübsch. Hier drinnen noch nicht so erkennbar, aber draußen dann ein süßer Zylinder, den wir uns nicht aufsetzen können. Und noch ein Hut. Das Ganze spielt offensichtlich in den 50er Jahren, so vom Stil her würde ich jetzt mal behaupten. Hat auch ein bisschen was von Burton, von Tim Burton würde ich auch behaupten. Ich stelle hier einige Behauptungen auf. Und hier haben wir das Licht. It's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie, night-night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Triff dich mit Didi auf dem Dach. Ihre Mom war jetzt nur ein Schatten? Ich bin ja gespannt, ob wir herausfinden, was da los ist. Aber zunächst folgen wir Didi. Oh no, somebody moved the ash cart. Look. I know. You could go down there and move the ash cart, and I could jump down. I'll play here, so you can go over there and be a shadow person. Wechsle in den Schatten. Neue Fähigkeit. Mausklick bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Und jetzt kommt das kleine Gameplay-Element, was ich gemeint habe. Mir gefällt das so dermaßen gut. Und schon sind wir ebenfalls nur ein Schatten. Irgendwann mal, Kleine. Irgendwann mal. Warum wir das können, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde die Idee einfach nur so geil. Dieser Wechsel zwischen 3D Jump'n'Run zu 2D. Okay, now move the ashcart to where I can jump into it. Mach ich. Und, ups, falsche Richtung. So gut. Ich glaube, hier passt's. I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday.
Now we go this way. Follow me. Ach, Didi, wo ist dein Dad? Wo ist dein Papa? Und was ist mit deiner Mama passiert? Warum ist deine Mama nur ein Schatten? Ein Schatten ihrer selbst. Und wir stolzieren durch die Straßen einer mir unbekannten Stadt. Ich weiß nicht, ob das... Es hat ein bisschen was so von Frankreich, finde ich. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up its shadow, couldn't you? Finde einen Weg raus aus der Gasse. Okay, Klein, ich weiß, was du möchtest. Wir brechen eigentlich gerade ein, oder? Wer ist denn dieser hier? Macht er gerade ein Duckface? Sieht ein bisschen danach aus. Was ist das? Ist das ein Speicherpunkt? 1 von 10 Leuchtkugeln eingesammelt. Cool. Wofür auch immer. Ich finde, es sieht schon geil aus. Okay, runter mit uns. Erster Akt. Die unsichtbare Freundin. Triff dich mit Didi beim Ghost Note. Sind wir die unsichtbare Freundin? Ich vermute es mal. Weil ihrem Hinweis. Mit Bausklick bei einer Beleuchtung Fläche zum Wechseln. Ja, das weiß ich schon. Ihre Mom hat uns ja nicht gesehen. Das heißt, sie lebt wahrscheinlich in ihrer eigenen Schattenwelt. Und vielleicht ist für ihre Mutter ja die Tochter auch nur der Schatten. Ich frage mich wirklich, was hier passiert ist. Okay, hier haben wir einen Schatten eines Fahrrads. Können wir das irgendwie... Ah. Ah, okay. Wir haben eine zweite Leuchtkugel bekommen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das so geil finde. So. Das Poster hier leuchtet auch. Cat Knight. Ist das ihre Mutter? Ein neues Sammelobjekt. Die Premiere im Ghost Note. Cat Knight. Wer bist du, Cat? Sah ein bisschen eben aus wie die Mutter, man hat so nur die... Ja, die Umrisse gesehen, natürlich nur die Umrisse, es war ein Schatten, aber ich vermute mal. Können wir da auch irgendwie hoch? Keine Ahnung. Was steht hier? Ist ausgebucht. Hier haben wir... ein neues Sammelobjekt. Ein Zeitungsartikel. Carmine Bruni, zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. 4. Januar. Das mutmaßliche Mafia-Mitglied Carmine Bruni hat heute Morgen den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die Geschworenen befanden Bruni nicht schuldig. Am vergangenen 7. April bei der blutigen Schießerei in der Taverne Wolf and Lamp den Barkeeper sowie 3 weitere Personen getötet zu haben. Bruni behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben, als der Barkeeper Robert Antos ihn angriff. Mr. Antos wurde von 18 Kugeln getroffen, ja Notwehr. Die Polizei gab zu Protokoll, dass die Kugeln aus 2 verschiedenen Waffen stammen. Der laut Anklage eindeutige Fall nahm eine dramatische Wendung, als Ingmar Olufsen, der wichtigste Augenzeuge, auf unerklärliche Weise verschwand. 2 weitere Zeugen der Anklage, die behaupteten, Bruni zusammen mit seinem Kollegen Salvatore De Benedetto kurze Zeit vor der Schießerei ins Wolf and Lamp gehen zu sehen, widerriefen ihre Aussage im Zeugenstand. Wir sind erfreut, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Natürlich.
sagte Brunis Anwalt. Jonathan Parker. Mr. Bruni wurde lange genug von einem wild gewordenen Staatsanwalt und einer korrupten Polizei belästigt. Dies ist bereits das dritte Strafverfahren und der zweite Mordprozess, bei dem Mr. Bruni freigesprochen wurde. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass Mr. Bruni ein wichtiges Mitglied des kriminellen Vasari-Clans ist. Mr. Brunis Anwalt hingegen behauptet, dass sein Mandant in Blumengewerbe tätig sei. Ja, so sieht er mir auch aus. Wollen eine Rose kaufen? Naja. Hat das irgendwas mit dem Verschwinden von ihrem Vater zu tun? Oh. Pompeii. Girls, girls. Gibt's hier was für uns? Nein, sieht nicht danach aus. Hier. Lauter Bars und Clubs hier. Hier ist es, das Lost Note. Ghost Note natürlich. They haven't started the show yet. You missed the dancers. They were so beautiful. I want to be a dancer when I grow up. Or an acrobat, like you. Did you always want to be an acrobat? You're so good. You should be in the circus. Too bad nobody can see you. Come on, let's go in. Gleich, Kleine, gleich. Ich möchte mir noch etwas hier umsehen. Sie bildet sich uns ein oder existieren wir? Ich habe keine Ahnung. Da ein Grammophon. That's my good girl. Lauter Leuchtkugeln, da oben war auch eine. Müssen wir den? That's my good girl. Come on. Is Daddy ever coming back? I don't know. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mom always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, wir haben jetzt den Schatten der Erinnerung genutzt, um eine Leuchtkugel zu bekommen. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht bereits vorgreifen, ehrlich gesagt, aber... Aha, großen Dank an die Horse Among Us, die extra Live-Set und Surf-Set das wirklich besonders gemacht haben. Cool, was ist das? Ist das eine Art Spendengala gewesen oder irgendwas in die Richtung? Und das sind wahrscheinlich alles die Spender. Ich kenne Extra Life nicht, aber ich vermute mal, das ist irgendwas in Richtung... Ups. Eben. Für irgendwas wird auf jeden Fall gespendet. Oh, da kommen wir nicht raus. Dann eben auf die Art. Wir sind flink und agil. Live. That's my good girl. Dieses Schild. Ach, da schwebt ja einiges rum. Können wir auf das Schild hoch? Nein! Wir sind gerade zum ersten Mal gestorben. Yay! Da oben ist ein Bild von einem Elefanten. Und ich glaube, da ist eine Frau drauf. Okay, ich gehe einfach jetzt mal rein. Ins Ghost Note. Das ist ja leer. Da ist niemand. Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Schalte die Scheinwerfer ein.
Come on, sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Richte die Scheinwerfer auf die Band aus. Auf die Band aus, auf die Band. Okay, junge Dame, ich werde dir helfen. Ah. Hey Didi, ich gebe dir deinen Auftritt. Hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one, too? It's really messing with our rhythm. Alles klar. Was schwebt hier? Ist das Rauch? Ach, das ist Rauch. Da kommen wir nicht rein. Okay, da hat es eine Treppe gegeben. Ich schau mal ganz kurz. Okay, die Tür ist aber zu. Was haben wir hier? Nicht gedeckt, ein nicht gedeckter Scheck aus dem Jahr. Ach, das sind sogar die 30er Jahre. Ah, die 20 Jahre. An Cat Knight, $250. Okay, Cat. Bevor ich das hier mache. Eh zum Einsetzen von Leuchtkugeln, okay. Was haben wir hier? Ein Kommunalverwaltung, Sozial- und Jugendamt. Jugendamt St. Clair, 9th Central Street. Sehr geehrte Miss Malenkaya. Dies ist bereits das zweite Mal, dass Sie Ihren Aufsichtspflichten für Ihre Tochter Dorothy Malenkaya nicht nachgekommen sind. Ist das Didi? Ich vermute mal. Wie Sie vermutlich wissen, wurde Dorothy am 22. Juni um 2 Uhr in der Gasse hinter dem Etablissement Ghost Note ohne Aufsicht aufgefunden. Dorothy teilte der Polizei mit, dass sie zu dem Zeitpunkt im Ghost Note auftraten und im Allgemeinen von 20 Uhr bis 6 Uhr nicht zu Hause sein würden. Wenn Sie es weiterhin versäumen sollten, Ihre Aufsichtspflicht für Ihre Tochter nachzukommen, wird das Jugendamt gezwungen sein, Sie in einer Pflegefamilie unterzubringen, bis Sie eine vertretbare Arbeit finden oder wieder zu Ihrem Ehemann zurückkehren. Besonders auffällig ist, dass Dorothy, als sie in der Hintergasse gefunden wurde, sich mit einer nicht existierenden Person unterhielt. Das sind wir, das sind wir! Ein geistig gestörtes Kind wie Dorothy benötigt besondere Aufsicht. Wenn sie dazu nicht imstande sind, werden wir leider eingreifen müssen. Mit freundlichen Grüßen, Hilda Jansen, Sozialarbeiterin. Ich weiß nicht, was mit dem Vater passiert ist, aber... Vielleicht war das die beste Möglichkeit für die Mutter, dass sie ihr Kind großzieht. Vielleicht stimmte das Geld. Vielleicht hat ja Dorothy das gemocht, dass ihre Mutter tanzt oder auftritt. Ich weiß nicht, singt die oder tanzt die? Wir werden es wahrscheinlich gleich feststellen. You're in my past, Joe. I had my fill. It wouldn't last, Joe. Baby.
for me, Charlie, would you? Belausche Cat. Das, liebe Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch gefällt das kleine Spielchen hier. Gebt mir einfach Bescheid, Kommentare und so weiter. Macht's gut!